Maximal drei überregionale Flüge im Jahr fordert der Dieter Janicek und Aufmerksamkeit hat er damit bekommen. Allerdings, hat das Ganze ja Hand und Fuß, das wollen wir wissen. Herr Herzog aus Straubing, was halten Sie von dem Vorschlag? Ich halte von dem Vorschlag überhaupt nichts. Ganz klar muss ich klipp und klar sagen, es wird so viel Umweltsachen rausgepulvert, sei es die Plastiktüten, das Ganze sonstig und so weiter. Und da, was da eingespart wird, das finde ich wieder eine Sache der Grünen, die ohne Hand und Fuß irgendwas zu bedeuten hat. Ich weiß nicht, was er hat oder da davon, wenn man bloß dreimal fliegt. Wenn man kein Geld hat, dann kann ich nicht einmal einmal fliegen. Ja, also vom Prinzip her finde ich es nicht schlecht, weil wir einfach auf die Umwelt schauen sollten, auf die nächste Generation, dass wir die auch noch was von unserer erhaltenen Natur haben. Ich finde das schon gut, weil der Benzinpreise enorm hoch an der Umwelt wird verschmutzt damit und heutzutage kann sie in dem Sinn fast keiner mehr leisten und die Vielflieger, die gibt es andere Ausweichmöglichkeiten. Ich meine, für mich persönlich jetzt ist es glaube ich nicht so wichtig, weil ich fliege nicht öfter als dreimal im Jahr, wenn halt dann einmal in Urlaub oder mal so ein Kurzurlaub, aber ich denke, es ist schwierig, das umzusetzen, weil es gibt ja ganz viele, die beruflich irgendwie ins Ausland müssen. Wären andere Sachen, also wo man CO2 zum Beispiel einsparen könnte, zielführender? Das ist aber schon x-mal debattiert worden, das sind die ganzen Plastikmüllsachen und so weiter, alles, die ganzen Verpackungen im Edeka, im Rewe, wo der Plastikmüll nachgeschmissen wird, das könnte man dementsprechend einsparen mit Portiertüten, mit sonstigen Sachen. Wenn man so anfängt, dann haben wir jetzt schon verkehrt. Weil die fliegen, ob Umwelt geschützt wird oder nicht, das spielt keine Rolle. Ja, da sollte sich einfach jeder selber bei der Nase packen, findet es ja, dass man mehr mit dem Radl fährt oder zu Fuß geht. Ich meine, das ist ja für Gesundheit auch nicht schlecht. Man sollte einfach ein bisschen an sich selber arbeiten. Umweltschutz kann ja jeder, muss ja jeder bei sich selber anfangen. Ob bei der Mülltrennung oder eben mehr öffentliche Busse nehmen. Ich persönlich finde halt so Sachen wie die ganzen Fahrten mit dem Schiff, also die ganzen Riesenkreuzfahrten, davor halte ich persönlich jetzt überhaupt nichts, weil ich es sowieso kritisch finde, wenn die ganzen Menschen da auf so einem Platz zusammengepfercht sind. Also das war für mich jetzt auch kein Urlaub, den ich machen darf. Und ich finde, da kann man dann auch eher was tun, bezüglich Urlaub jetzt auch.